Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal an, was die Fed die Woche im Petto haben wird. Viel Spaß beim Schauen. Bevor wir uns über die diese Woche anstehende Zinsentscheidung durch die Fed unterhalten, zuvor der Blick auf den Bitcoin. Du siehst, dieser steht bei Aufnahme des Videos am Vorabend gegen 21 Uhr bei knappe 29.600 Dollar. Er hat sich hier ein wenig hochgekämpft, dazu gleich mehr. Zuvor der Blick auf den vielen Greed Index. Du siehst, dieser war gestern bei 60 und somit in der Gier. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute mindestens auch die 60 oder sogar mehr sehen, da, wie schon eben erwähnt, er sich hochgekämpft hat. Nochmal der Blick auf den Bitcoin. Du siehst auch in der letzten Stunde, er ist ziemlich volatil. Auf die 24 Stunden sieht man den schönen Anstieg von den 29.000 auf knapp 30.000. Hier ist natürlich unser Widerstand. Hier ist der Bitcoin zunächst einmal abgeprallt, hat runterkorrigiert und hält sich jetzt, wie gesagt, bei Aufnahme des Videos bei 29.600 auf. Das Ganze kann heute natürlich wieder ganz anders aussehen. Es ist der 1. Mai. Wir haben hier zu erwarten am Mittwoch die Zinsentscheidung. Zuvor natürlich gibt es auch weiterhin schlechte News aus den USA, denn seit März gibt es einige Bankenpleiten. So haben wir natürlich hier die Silicon Valley Bank, die Silvergate Bank, die Signature Bank und aus der Schweiz natürlich auch die Credit Suisse und jetzt neu am Bröckeln die First Republic Bank. Diese hat von mehreren Banken wie JP Morgan, Citigroup und Bank of America einiges an Geld zugeschustert bekommen, um das Ganze in den Griff zu bekommen, um sich hier irgendwie positionieren zu können. Natürlich vielleicht auch mit dem Aspekt, dass man das Ganze aufkauft möchte. Das muss man natürlich jetzt in den nächsten Tagen sehen, was wiederum auch ein Grund dafür sein könnte, warum der Bitcoin jetzt doch wieder nach oben geht. Denn wenn wir den Bankrun von letztes Mal uns anschauen, dann wirst du sehen, dass natürlich auch dort sehr viele mit dem Geld zu Bitcoin geflüchtet sind. Das könnte jetzt auch wieder der Fall sein. Natürlich, es gibt immer sehr viele Gründe. Dementsprechend ist das Ganze natürlich auch weder eine Anlageberatung noch sonst irgendwas und du musst am Ende des Tages selbst entscheiden, wie du hier vorgehen möchtest. Wie du weißt, es wird diese Woche sehr viele News und sehr viele Zahlen geben. Deswegen empfehle ich dir immer noch diese Trading Economics Seite. Hier findest du die ganze Übersicht. Ich möchte heute nicht alles durchkauen. Wir schauen heute auf wohl den wichtigsten Tag der Woche und zwar den Mittwoch. Du siehst um 6 Uhr abends die Fed Interest Rate Decision. Das heißt, hier gibt es die Zinsentscheidung von der Fed. Aktuell stehen wir bei 5% und entgegen aller Meinung und Hoffnung, dass das Ganze 0 bleibt oder sogar gesenkt wird, siehst du, es ist eine Erwartung von 0,25, was wiederum heißt, die Zinsen steigen, aber das Geld wird natürlich teurer. Ich für mich freue mich, wenn ich mehr Zinsen auf der Bank bekomme. Für alle Firmen oder auch Privatpersonen, die natürlich Geld brauchen, weil der Kredit zu Ende geht oder ähnliches, für die ist es natürlich ein Nachteil. Und wenn wir hier einmal in die Vergangenheit schauen, dann gab es erst den großen Crash an den Börsen, nachdem die Zinsen gesenkt worden sind. Vielleicht ist auch das der Grund, warum man das Ganze noch nicht senken möchte, sondern das Ganze künstlich am Leben erhält. Das heißt, bleib hier immer wachsam, schau, wie sich das Ganze entwickelt, schau auch hin und wieder mal in die Vergangenheit. Wenn du hier noch mehr Informationen haben möchtest, können wir natürlich auch hierzu nochmal ein Video machen. Aber du siehst, zu erwarten die 5,25. Welche Auswirkungen das Ganze für den Bitcoin oder natürlich auch allgemein für die ganze Wirtschaft hat, wird natürlich die im Anschluss stattfindende Konferenz von Jerome Powell auch nochmal in die Wege leiten. Denn es ist natürlich die Frage, wie sieht er die Wirtschaft, wie sieht er die Lage, wird er eher was Positives äußern oder doch vielleicht was Negatives. Dementsprechend sehr spannender Tag. Das Ganze kann natürlich hier in die eine oder andere Richtung gehen. Ich für mich bin natürlich der Fan davon, dass es nach unten geht, denn meiner Meinung nach gibt es überhaupt keine Gründe, dass es hochgeht, außer möglicherweise diese Panik mit den Banken, dass man sagt, okay, ich ziehe mein Geld ab und packe das Ganze in den Bitcoin, weil in Anführungszeichen das Ganze vielleicht ein wenig sicherer ist. In dem Sinne möchte ich das Video gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen und geholfen. Falls dem so ist, freue ich mich natürlich über deine Unterstützung in Form von einer Bewertung und einem Kommentar. Und wir sehen uns dann selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.
I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last.